Markus, Micha, schön, dass ihr hier seid bei uns, Maritim Seehotel in der Hamburg Lounge. Passt ja auch zu eurem Style, Hamburger, zwei St. Paulianer hier mir gegenüber. Habt ihr euch dieses Jahr mit Bukaratzka auch ein neues Image aufgebaut? Wie kam es dazu? Oh, Henning Pomé, unser Manager, hat das die Idee gehabt und das in meinen Augen gut umgesetzt. Wir haben einen Film gesehen, den haben wahrscheinlich die meisten User von Beachvolleyball.de wahrscheinlich auch schon gesehen. Ja, damit haben wir da so einen Aufhänger gehabt und die Marke Bückaratzka im Endeffekt für uns gewonnen, schätze ich. Ne? Wurde die damit einbezogen, gerade in diese Namensfindung, oder wie wurde das Ja, in der Hand? wir haben das schon diskutiert. Also der ein oder andere, ich sag's mal ich, war anfangs gar nicht so von dem Namen so überzeugt, aber ja, manchmal muss man eben halt auch dann sich damit erst so ein bisschen anfreunden. Aber mittlerweile ist es echt eine gute Sache, und wie man jetzt auch bei den deutschen Meisterschaften gesehen hat, dass dann eben hier so ein, ich sag mal, Ultra-Fanclub, die Böcker-Atzen hier sind, das ist schon eine witzige Idee, was man da alles machen kann. So weit haben wir noch nicht mal gedacht. Aber das ist eine schöne Sache, ne? Wenn dann Leute auch damit so mitgehen und das einfach gut, dann liefen in Timmendorf irgendwie so zwei mit so, oder drei sogar Morph-Suits, wie wir im Film halt auch gegen die gespielt haben, die dann jetzt hier auf unserer Seite waren, aber das ist einfach schon, da kann man richtig was draus gestalten, und das hat echt Henning, da muss ich echt sagen, Hut ab, hat echt eine gute Leistung gemacht und dieses Video, die Idee mit dem Video gehabt. Hat das denn so eine, gerade bei der Deutschen Meisterschaft in Timmendorfer Strand, so eine Eigendynamik entwickelt, die man jetzt dann nicht unbedingt vorhergesehen hat? Ja, genau, vorhersehen konnte man das nicht, aber ja, wie du sagtest, so eine Eigendynamik ist entstanden. Wir wussten von diesen Morphsuit-Leuten nichts oder von dem Bökaratzka-Fanclub. Aber es ist schön, die zu sehen, und gerade angefeuert zu werden, macht den auch viel Spaß hier in Timmendorf. Ist für uns so das einzige Heimspiel. In Hamburg konnten wir ja leider nicht starten. Und dementsprechend genießen wir das auch. Ihr habt es schon angesprochen, ihr habt einen Film gemacht, in Hamburg, nehme ich an, war das. Erst den Trailer gezeigt, dann auch letztendlich den ganzen Film. Und da habt ihr euch ja als Schauspieler, habt ihr euch Hut ab, muss ich sagen, habt ihr Ja, wirklich gut angestellt. ich hatte immer das Gefühl, es kommt nicht so gut rüber erst, aber wenn ich es vor der Kamera gesehen habe, dann auch, dachte ich auch so, oh, na, zweite Karriere steht an. Ne? Nee, aber es war echt eine tolle Erfahrung. Es war echt hart. Wir waren da wirklich 3 Tage wirklich unter Strom. Stefan Willner, der Regie geführt hat, hat das echt gut im Griff gehabt. Mit einem, ich weiß nicht, wie viele Schauspieler jetzt im Endeffekt dabei waren. Witzige Sachen, gute Ideen gehabt, und das eben halt alles da auf dieser MS Bleichen, das war halt wirklich in so einem Schiffbau gedreht worden, die im Hamburger Hafen steht. Also das war echt eine tolle Erfahrung, einfach sowas halt mal gemacht zu haben. Und ein Satz ist, glaube ich, allen hängen geblieben. Das ist ein Schiff, oder? Wie war der nochmal? Was? Wo bestellst du deine Bälle? Das ist ein Schiff. Ja, Also genau. war es einfach eine schöne Erfahrung, aber ist es, wie notwendig ist es für euch, gerade für Sponsorenfindung, halt sich so zu präsentieren? Das ist schon wichtig. Also jeder muss sich irgendwie positionieren. Hier bei den deutschen Meisterschaften hat man auch die einen oder anderen Termine, was im Endeffekt gut ist, anstrengend irgendwie auf der einen Seite, auf der anderen Seite hilft es hier und ist die Basis damit man dieses Projekt für Olympia überhaupt realisieren kann, braucht man die Unterstützung von den Sponsoren und macht das auch alles gerne. Ist natürlich anstrengend, und gerade so ein dieser Filmdreh hat, wie Micha sagte, 3 Tage gedauert, war extrem anstrengend. Gut, da waren 7 Schauspieler, die haben uns gut mitgezogen. Du warst Gott sei Dank bei den Filmdreharbeiten nicht dabei. Hat Spaß gemacht, und gut, wir brauchten 1, 2 Anläufe mehr, um die Sätze so rauszubringen. Ja, auch wenn es Aber leichte Sätze waren und nur Wörter waren, aber ja. Unterm Strich war es ein voller Erfolg, ne? Okay. Ja, es gibt sicherlich auch Partner, keine Ahnung, Sponsoren oder so, die man vielleicht damit ansprechen möchte. Es gibt sicherlich auch Leute, die sagen so, was für ein Quatsch, warum macht man sowas? Aber ja, man will irgendwie herausstechen, und da ist so eine Idee natürlich super. Also für uns, wir haben das mitgemacht und hatten Spaß dabei gehabt, und ich glaube, das ist auch bei vielen Leuten irgendwie so angekommen, dass es halt irgendwie was Neues ist, was so noch nicht gab. Ja, da fragt man sich, warum gab es sowas vorher? Das frage ich mich auch halt dann nach Nein. Aber das ist halt, ja, da waren, was weiß ich, hat eben unser Manager Henning eben halt eine kreative Idee, und die hat er irgendwie durchgezogen. Vielleicht einfach auch das, dass er es gemacht hat. Ich glaube, die Möglichkeiten, wir hatten eine gute Chance, so einen Film in der Qualität zu drehen, und die Möglichkeit besteht, glaube ich, wenn man, also
sehr, sehr gering, dass man so eine Chance bekommt und wir haben sie in dem Moment genutzt. Also ich hatte auch das Gefühl, gerade mit diesem, als es anfing, es war ja auch vor der Saison durch diese Bögeratzka, durch den Film, dieses Image, dass ihr alles so professionalisiert habt, fokussiert habt und ihr euch auch sportlich in der Hinsicht auch in dem Sinne auch nochmal gesteigert habt, was auch eure Saisonergebnisse auch gerade am Anfang und zwischendurch auch gezeigt haben. Hängt es vielleicht damit so ein bisschen zusammen, dass man weiß, okay, jetzt kommt Rio, neue Etappe, Fokus, zack, ist wichtig und dann kommen sofort die Erfolge oder wie läuft das? Also das war definitiv, wir hatten vor Shanghai ein tolles Gespräch mit unserem Hauptsponsor, Fächer Engineering, und die haben gesagt, ihr macht alles genauso, wie ihr euch das vorstellt. Ihr braucht nicht bei der deutschen Tour präsent sein, wenn es sportlich sinnvoller ist. Wir haben dann das Master in Baden gespielt und in Hamburg weggelassen und klar, jeder kann sich vorstellen, dass wir gerne Hamburg gespielt hätten. Und die haben einfach gesagt, ja, hier macht das, was optimal für euch ist, für eure Leistung und für euer Ziel. Und in dem Moment haben wir euch da platziert, wo wir wollen, nämlich am Optimum irgendwie. Und das hat unheimlich Kraft gegeben. Und dann fliegt man halt nach Shanghai und macht da den Matchball eher, als wenn man hinfliegt und sagt, okay, wenn wir den Matchball nicht machen, machen wir miese. So haben die uns das ermöglicht, frei aufspielen zu können. Und das ist unheimlich wichtig, das hatten wir die letzten Jahre nicht. Auch wir haben jetzt im Winter halt genauso unser Umfeld halt noch mal ein bisschen verändert. Wir haben jetzt ja unser Co-Trainer Gregor mit reingenommen, also neben Bernd Schlesinger, der beim Olympiastützpunkt in Hamburg aktiv ist und uns mitbetreut. Haben wir jetzt Gregor Rolinski mit reingenommen, der auch früher schon mal selbst gespielt hat. Und ich glaube, der hat noch mal auch gute Impulse mit reingebracht, konnte uns auch beim einen oder anderen Turnier betreuen, wo er Bernd auch nicht dabei sein konnte. Und allein auch, dass wir jetzt mal jemanden haben wie Henning Pomé, der uns jetzt vermarktet, nimmt halt da auch sehr viel Arbeit ab. Es kommen natürlich auch Sachen dazu, so ein paar Verpflichtungen, die man anfangs dachte, so vielleicht, oh, die nerven einen vielleicht, aber mittlerweile hat man sie auch so aufgenommen. Und das natürlich dann, das Umfeld ist ein bisschen stabiler geworden, größer geworden, Aufgaben werden besser verteilt und dann kann man sich natürlich noch im Endeffekt auch besser auf das Volleyballspielen konzentrieren und hat dann halt vielleicht einfach das Quäntchen mehr Aggressivität da im Spiel, die man vielleicht dann sonst nicht hätte, weil man sich mit so vielen anderen Sachen beschäftigen wollte. Ja, okay, das müsste. Quäntchen Aggressivität, davon konnte man sich bei der WM überzeugen, da waren viele enge Spieler dabei, gegen die Kasachen, das, was er wirklich auf die Spitze getrieben hat, und dann hat er auch gute Chancen gehabt gegen Alison Emanuel, wenn ich mich richtig erinnere. Platz 9 stand am Ende, hätte vielleicht sogar noch weiter nach vorne gehen können, aber war das auch so eine schöne Bestätigung für euch, so hier bei der WM halt da so eine gute Rolle gespielt zu haben? Ja, sicher, das passt in den Vorlauf der Saison. Also in Shanghai war gut performt, in Baden, und irgendwie passte der 9. Platz recht gut ins Bild. Man musste natürlich in manchen Spielen Glück haben und diese Aggressivität, angesprochene Aggressivität, dann aufblitzen lassen, um dann den Matchball zu machen. Und ich denke, das war der 9. Platz. War super für uns, hätte vielleicht der 5. sein können, das weiß man nicht, aber gegen Alison Emanuel, die Olympia-2. Wenn man da verliert, dann kann man trotzdem mit gehobenem Haupt vom Feld gehen. Wir waren es ja auch erstmal nicht in der Rolle, dass wir überhaupt hätten gedacht, dass wir Anfang der Saison überhaupt spielen können. Weil ja mit anderen Teams, jetzt dass die Verletzung von Julius aufgetreten ist oder dass sich dann eben Alex und Erik getrennt haben zu Anfang der Saison, das war alles noch nicht so vorhersehbar. Deswegen muss man auch sagen, dass es ein Hut ab ist, dass der Verband uns eben halt dann dahin geschickt hat, dass sie gesagt haben, wir haben wie ein funktionierendes Team oder ein Team, was halt ein Team, was länger besteht, hinzuschicken, als ein Team, vielleicht sich gerade neu formiert hat oder verletzt ist in dem Fall dann. Den Support fanden wir vom Verband sehr gut. Und deswegen ist natürlich auch so, wenn man dann die Chance hat, da eine WM zu spielen, wo man es vielleicht vorher nicht so wusste vielleicht, dann setzt man trotzdem alles ran. Markus Bruder hat jetzt halt eine Hochzeit gehabt, das hat dann irgendwie auch alles noch irgendwie so mit hin und her geschoben, so dass es irgendwie passte, aber dass eben die WM halt wirklich im Fokus stand. Und das war dann halt doch sehr wichtig und glaube, da haben wir auch eine gute Leistung gebracht. Du hast es auch angesprochen, der Verband spielt ja in diesem Jahr, also gerade in dieser Saison und wahrscheinlich auch die zukünftigen Jahre eine viel, viel wichtigere Rolle, gerade in Bezug auf die Startplätze bei der World Tour. Mit was für einem Gefühl geht man da so in die nächsten Jahre hinein, wenn man das Ziel Rio vor Augen hat? Na, schwierige Frage. Also generell ist es, glaube ich, so, dass wir mit dem DVV, mit dem Verband,
schon eine Sicherheit haben, dass nicht alles aus den Rudern läuft, dass sie nicht Regeln umwerfen, so wie es die FIVB tut. Man kann auch froh sein, dass man dann in dem Fall nicht für Brasilien spielt, den dann einfach Kaderplätze oder Athleten rauswerfen aus dem Kader und nicht mehr spielen lassen. Dementsprechend ist die eigene Leistung das Ausschlaggebende in Deutschland. Und wenn das so bleibt, und wie ich hoffe, dass es bleibt, so wird es auch bleiben, bin ich mir sicher, dann bin ich völlig zufrieden und habe ein gutes Gefühl, auch eine gute Sicherheit spielen zu können und auch optimale Leistung bringen zu können. Du sagst ja, also Sicherheit, eine Sicherheit gibt es ja in dem Sinne nicht, weil es gibt vier sehr gute Teams in Deutschland, die allesamt irgendwie das Potenzial haben oder teilweise schon in der Weltspitze mitspielen. Mhm. Trotzdem dürfen nur zwei davon Olympia spielen. Also die Sicherheit, damit meinte ich eher, dass die eigene Leistung ausschlaggebend ist. Natürlich mit der Konkurrenz, mit der starken Konkurrenz. Wenn wir unsere Leistung bringen und uns von der Konkurrenz oder wenn wir die Konkurrenz schlagen oder besser spielen, in dem Moment spielen wir. Und das ist diese Sicherheit, die ich meinte. Das nicht heißt, man bringt Leistung und darf nicht spielen. So was passiert halt in Deutschland dann eher nicht. Man muss es auch einfach versehen, wenn man andere Nationen hat. Keine Ahnung, dann nennst du halt China oder Brasilien oder Russland. Das sind halt wirklich Nationen, die halt im Volleyball oder im Beachvolleyball eben halt wirklich auch Geld investieren, die halt auch große Sponsoren in der Hand haben. Das, was Deutschland jetzt mit der Zeit noch nicht hat, also es gibt natürlich die Teams, die sich selbst vermarkten, aber jetzt die finanzielle Power hat einfach der deutsche Verband nicht, um da jetzt auch irgendwie so konkret Einfluss auf die ganze Teams-Konstellation zu nehmen. Wenn das anders wäre, weiß ich nicht, wie es dann aussehen würde. Ich bin zurzeit eigentlich froh, dass es nicht so ist, weil ich glaube, dass wir eben uns dadurch auch so zusammengerauft haben und dass wir eben halt auch jetzt nicht so sehr auf Sicherheit bauen, sondern wir versuchen uns unser Umfeld aufzubauen und dann eben halt unsere Leistung zu spielen, und dadurch haben wir auch ein Eigeninteresse, eben besser zu werden, weil wir wollen nach oben kommen. In unserer Konstellation sind wir nicht irgendwie an Entscheidungen vom Verband gebunden. Weil der Verband sagen würde, ja, Markus, du spielst jetzt nicht mehr mit Misha zusammen, bekommst aber dann dein Gehalt im Monat weiter, und man kann und her schieben, wie es ist, dann wäre es natürlich sehr blöd. Also ist die Frage, ob dann man damit zufriedener ist und ob man damit mehr Medaillen holt bei wichtigen Events oder nicht. Ich denke, das ist auch die Stärke aus deutscher Sicht, wenn man das Beispiel Brink-Reggermann mal sieht. Die haben sich ihr Umfeld perfektioniert in den letzten Jahren, denke ich. Und die sind halt selbsttreibend gewesen. Die wurden nicht getrieben, wie das in Brasilien ist, dass man zum Trainingsort hinziehen muss, dass man trainieren muss. Die wollten trainieren, jeder Punkt. Und dementsprechend Hut ab vor der Leistung, das Umfeld aufzubauen, um dann vielleicht noch bessere Leistungen im Training zu bringen. Ich denke, das ist auch die Stärke der deutschen Teams vielleicht. Im Gegensatz zu Brasilianern oder Chinesen oder Russen, den anderen starken Nationen. Also seht ihr euch auch so in der Rolle, ihr seid nicht die Getriebenen, sondern ihr seid die Aktion machen, und ihr seid diejenigen, die trainieren wollen, ihr wollt euch euer Umfeld offen. Also seht ihr euch da in der Hinsicht gut vorbereitet, weil ja, Olympia ist sicherlich euer Ziel. Genau, das ist unser Ziel, und ich denke, es ist immer besser, wenn man selber will, als wenn man muss, und schafft dadurch natürlich auch so eine gewisse Lockerheit, andere Situationen wahrzunehmen. Bei Olympia vielleicht eine Verletzung, wie gerade irgendwie bei den deutschen Meisterschaften Misha hatte mit den Zerrungen, mit solchen Situationen umgehen. Und wenn man sich alles selber aufbaut, dann schafft man auch dieses Hindernis zu überwinden. Nochmal Thema Olympia, wenn wir uns jetzt in die Situation hineinversetzen, so 2015, 2016. Ihr habt euch jetzt gerade für Olympia qualifiziert. Was wäre so eure Gefühlslage? Ruft ihr jemanden an oder setzt euch in die Ecke und weint, kauft euch ein Fass Bier? Nee, also ich weiß nicht. Aber damit man mal ein Bild bekommt, wie das so, also wie präsent es ist und was das bedeutet, einfach so. Gut, ich habe selbst noch nicht erlebt, wie es denn sein wird, wenn es passiert. Ich, wie gesagt, mit Jonas war ich damals ja kurz davor, aber damals war ich enttäuscht, dass ich es nicht geschafft habe, aber ich muss auch eben anerkennen, wenn man es jetzt so ganz plakativ betrachtet, wären wir eigentlich qualifiziert gewesen, wenn Deutschland mehr Startplätze hätte. Aber das ist eben halt, es werden nur zwei, können sich qualifizieren. Wenn ein anderes deutsches Team besser ist, dann ist es halt so. Aber klar, ich würde mich tierisch freuen, wenn ich mich qualifizieren würde. Falls ich meine Eltern anrufen würde direkt, ich weiß nicht. Also ich würde sicherlich jemanden anrufen, wen weiß ich jetzt gar nicht genau.
sicher, also ich würde mich tierisch freuen. Also was du sagtest, dritteres, das Fassbier werde ich mir dann, glaube ich, nicht kaufen. Wein werde ich dann auch nicht, glaube ich, vielleicht. ich werde bestimmt meine Freundin anrufen, meinen Bruder, mit dem ich auch mal ein Jahr gespielt habe, und meine Familie, also die mir nahestehen, ja. Sehr schön. So was kaufen ist auch so ein bisschen Stichwort. Es gibt noch so eine Charity-Aktion, die ihr betreut, mit begleitet. Was könnt ihr euch darüber mal, was könnt ihr darüber erzählen? Ja, wir unterstützen ein Projekt von St. Pauli, das ist, nennt sich Viva Con Aqua. Die bauen Brunnen in der ganzen Welt. Also die sind da, die möchten halt in der Welt dafür sorgen, dass eben jeder Trinkwasser hat. Und sanitäre Anlagen und das dann. Genau, und da wollen wir jetzt im Rahmen vom Timmendorfer Strand, haben wir von allen Spielern einen Ball unterzeichnen lassen, und den versteigern wir jetzt eben, und den Erlös spenden wir eben dieser Organisation, also Viva Con Aqua, und dass sie eben halt dann da mit dem Geld was anfangen können und helfen können. Also Infos dazu gibt es auf bürgerratzka.de. Schön bieten bei eBay. Was hofft ihr so? Was kommt da so bei raus? Ja gut, ich weiß nicht, was so ein Beibringen, aber ich hoffe schon mal, dass so an die, ja, 100 Euro kann man schon dafür ausgeben, glaube ich, ne? Ja, sicher. Ja, also schon so vierstellig hatte ich gedacht, vielleicht. Oberer vierstelliger Betrag. Ja, lass uns überraschen. Also ich glaube, jede Spende hilft da. Oder vielleicht was dazwischen. Wir haben uns unseren Ball dazu gegeben und die Unterschriften gesammelt, und jetzt sind halt die Leute, die darauf Lust haben, dran. Genau. Und vielleicht werden ja Leute aufmerksam auf das Projekt und spenden auch so, wenn sie den Ball nicht ersteigern. Das wäre das Schönste. Schöne Sache. Schöner Abschluss auch fürs Interview. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich wünsche euch noch für den Rest der Saison, die Turniere, die es noch gibt, die ihr noch spielt, alles Gute, viel Erfolg, und auch gerade auf eurem Weg, den ihr eingeschlagen habt, dass ihr den erfolgreich weiter bestreitet. Danke. Gut.